Und die Monster kommen nicht, die da so lange mit dir spawnen. Heißt das, wir kommen jetzt wieder zurück in die Stadt? Andrea, nochmal die Münze. Willst du dich nach meiner Lektion bereit, in den Kampf zu ziehen, bevor ich es vergesse? Tier, ach dir. Tier war hier. Tier wohnt in Taya. Nein, das ist falsch. Hallo. Und es tut mir wirklich leid, wenn das Nebengeräusch mit meinem bohrenden Vater so laut ist, dass mich erst an. Mich nervig, euch nervig, mein mich, weil. Aber die logischste Erklärung des Logischen, das kann logisch klang. Und ich laber scheiße, weil ich versuche mit logisch, irgendwas logisch zu erklären. Halt hier. Larry, ich bin gerade dabei zu haben zu essen. Lässt es mir gescheit vor. Ihr Lieben, gern. Renn! Ich habe euch das ganze Wochenende vorbereitet. Warte eine Sekunde, ich bin gleich wieder zurück. Guck mal, ein Fisch. Das ist cool. Ich hab Fleisch. Hollerö. Das ist eine Fischpastete zubereitet aus dem Hai-Real. Ray-Heral. Nee, gut. Raya-Aal. Super, ich kann lesen. So. Aus dem Raya-Aal. Bezeichnet man ihn nicht gemeinhin auch als Stinkefisch? Schon, aber von so etwas lässt sich ein Gourmet nicht abschrecken. Er ist so vollkommen vorzüglich, mein Mund ist perfekt. Ich bete, dass du recht hast. Und ist er? Nun, was soll ich sagen? Tja. Warum probierst du nicht einfach selbst? Das werde ich so. Nun? Das schmeckt ekelhaft. Ich glaube, ich muss. Bitte nicht hier, Tier. Beruhige dich, das ist, hat sicher nichts mit deinen Kochkünsten zu tun. Warum musst du auch deinen Stinkgemisch kaufen? Mach dir nichts draus. Wir können uns eine Pizza bestellen. Weil wollte ich dich mit einem leckeren Essen verwöhnen. Pieps. Vielleicht schmeckt er ja besser, wenn etwas Pfeffer, Tabasco-Soße und Paprika soll zugeben. Tatsächlich? Jetzt schmeckt er richtig witzig. Man kann ihn nun essen, ohne von Übelkeit überfallen zu werden. Großartig, oder? Ja, du hast recht. Ich glaube, ich werde nun öfters mal einen Stinkefisch machen. Wehe, wenn. Aber lustiger Abend war es trotzdem. Das fand ich auch. So, ich bin es. Ich mache uns etwas Tee. Du. Fling, blitz, fling, blitz, kock, bitteschön. Danke dir. Erl, sag mal. Ja? Bist du des Dämonenjagens nicht langsam müde? Warum stellst du mir diese Frage? Du bist der einzige Dämonenjäger, den ich kenne. Ich frage mich, warum du es tust. Ich kämpfe schon so lange, ich denken kann. Ich habe mich noch nie gefragt, warum. Ich habe noch nie einen Menschen wie dich getroffen. Was? Es ist schon so spät? Jetzt muss ich aber los. Danke für das Essen. Ich schau mal wieder vorbei. Willst du nicht noch ein wenig bleiben? Der Abend ist doch noch jung. So wie wir. Ich muss noch viel erledigen. Mach's gut, Tia. Hilfe! Ich meine, die Frau will mich foltern. Ich kann nicht mehr dran. Es geht. Schlechte Nachrichten. Was? Oh nein, schlechte Nachrichten. Welche? Ich meine, welche? In der Höhle, auf dem Weg nach Tarika, wurde eine ganze Dämonenhorde gesichtet. Ist das wahr? Oh, schrecklich. Wie werden diese Kreaturen auch an unsere Stadt kommen? Nun, ich will das nicht hoffen. Möglicherweise ist das nicht das einzige Problem, das wir haben. Was? Was meinst du damit? Die Dämonen haben die Tür in der Höhle verschlossen. Ohne Schlüssel kommen wir nicht mehr nach Tarika. Das ist schlecht. Hat irgendjemand einen Vorschlag?
Ich meine, hat irgendjemand einen Vorschlag, was wir tun können? Nein, ich nicht. Ich kann mich bewegen. Schon seit Jahren reise ich nach Tokio, um dort den Lieblingstee meines Großvaters zu kaufen. Doch nun ist es nicht mehr möglich, muss meine Wünsche zufrieden sein. Das letzte Mund ist der natürliche Gesicht des Mordes. Du wirst sie doch beleidigen, oder? Ja, klar. Klingt, als ob die Teufelsgeschöpfe den Nord- und der Nordhöhle nach Blut gieren. Aaron, kannst du nicht etwas tun? Kreaturen in der Nordhöhle sind nicht sehr stark. Das eigentliche Problem ist die blockierte Tür. Aaron, nur du kannst den Schlüssel aus den Klauen der Bestien befreien. Tu es für uns! Um Himmels Willen, was geht hier vor? Aaron, du musst doch darüber etwas wissen, oder? Du scheinst der Einzige hier zu sein, der uns vor diesen Kreaturen schützen kann. Ja, ich gehe. Das ist die Nordhöhle, ne? Die im Süden. Na, jetzt war. Dann werde ich wohl doch nach Norden gehen, weil eine Nordhöhle im Norden sich befinden. Tut und tut und ich habe die Sprache gelernt. Haha, 6 Schaden. Haha, ich habe dich besiegt. Haha, 3 Schaden. Verdammt. Nimm das. Haha. Ich wurde aufgesucht. Maximales Leben 9. MP um 7. Stefan 6. Beweglichkeit um 6. Initiative 4. Magie-Schranke um 3. Hast du die noch? Hülle nach Tarika U. Hi, was geht? Eine junge Frau hat die Höhle betreten. Ich wollte sie aufhalten, doch es war bereits schwer, spät. Irgendwie sah sie seltsam aus. Ich hatte das Gefühl, dass ich sie gesehen habe. Na gut. Hey, Fischer, ich will dich töten. Kann ich das in der Zeit passieren? Echse, tot! Echse, tot! Echse ist tot! Und ich habe ein Leben irgendwas. Das da? Oder nach da? Oh Gott, könnte es nur sein. Ein Knopf, ein Schalter im Boden. Was tue ich denn? Was tue ich denn? Was tue ich denn? Nein, ich weiß nicht, was ich tun soll. Haha! Pilzi, sie ist tot. Nein, Pilzi, sterben nicht. Oh nein, Pilzi, sterben nicht. Oh nein, Pilzi, sterben. Pilzi ist tot. Oh je. Wie viel Leben hat der kleine Fisch noch? Nein! Oh, nein, 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 nein. Überlebe, überlebe. Hau drauf, mach den Waldpilz tot. Überlebt. Oh je, oh je. Hat nur noch ein. Oh je. Okay, füllt Papier halt besser. I'm a very aufräumig Mensch. Ich mach alles kaputt, was mir in den Weg kommt. Ich versuche sogar die Kraft von meinem Vater zu übertünchen. Es ist dann wieder da. Ja, ja. Wieder da. Upsi, du. Nein, ist doch falsch. Papier. Warum muss ich ausgerechnet in den Kopf kommen? Zwischen diese beiden Monster. Geh kaputt, du blöder Pilz. Geh kaputt, du blöder Pilz. Ich bin betrunken.
Ein Twitter-Bee, ein Twitter-Bee, ein Twitter-Bee ist nicht gut. Oh. Oh, oh. Hör nicht zu einer Niederlage. Es ist nicht passiert. Kann ja nicht wahr sein, das ist ein Hardcore-Spiel hier. Boah. Ich habe Gegengift gefunden. Und ich würde gerne speichern. Ich glaube, ich möchte unglaublich gerne speichern. Deswegen gehe ich jetzt raus. Und in die eine Stadt hinein, weil mein Vater echt ein bisschen scheiß Gekloppe. Deswegen werde ich erstmal gegen ein Monster auf dieser Prärie kämpfen. Ja, ist auch tot. Dann werden wir in dem Inn schlafen gehen. Und ich hoffe, dadurch wird die KP wieder aufgefüllt und die MP und alles Mögliche, was aufgefüllt werden kann. Hi. Ja, ich möchte. So. Tut mir leid, dass es erstmal kurze, kleine Putzi-Parts werden, aber ich möchte euch echt nicht so lange mit diesem blöden Rumgehämmer und meiner Rumnöglei, weil es rumgehämmert, weil rumgehämmert wird, nerven. Und daher. Ja, gut schreiben. Guck mal, wir haben schon 28 Minuten länger gespielt. Okay.